herzlich willkommen zur Preisverleihung des 4. NRW-Bank Kunstpreis. In diesem Jahr in einer digitalen Variante. Klar, wir hätten uns das alle anders gewünscht, aber es war einfach Corona-bedingt nicht anders möglich. Jede Veränderung hat ja auch ihr Gutes. Erstmalig haben wir fast 1500 Abstimmungen beim Publikumspreis erzielt und das nur, weil die Ausstellung in diesem Jahr komplett digital stattgefunden hat. Und ich habe heute 4 ganz tolle Gäste, auf die ich mich auch ganz besonders freue und die gleich neben mir hier auf diesem Sofa Platz nehmen werden. Absolut klar ist, dass es allen Beteiligten in diesem Jahr natürlich besonders schwer gefallen ist, das Ganze umzusetzen. Und das ist auch nur deshalb gelungen, weil die Hochschulen sich ganz besonders eingesetzt haben. Und welche Hochschulen das waren und wer als Vertreter dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt einmal an. Karl-Heinz Bezinker, Rektor der Kunstakademie Düsseldorf, Architekt. Wir sind eine von 7 Kunst- und Musikhochschulen des Landes. Die Frage, inwieweit wir in der Akademie angestaubt oder modern sind, die beantworten wir überhaupt nicht, weil wir solche Begrifflichkeiten gar nicht kennen. Wir fragen auch nicht, was draußen gefragt oder nicht gefragt ist. Wir machen. Für mehr interessieren wir uns nicht. Mein Name ist Mischa Kubal. Ich arbeite an der Kunsthochschule für Medien in Köln als Professor für Public Art, Kunst im öffentlichen Raum. Wer hier studiert, egal ob er mit Fotografie beginnt und als performativer Künstler oder Künstlerin endet, wir fassen das unter das Dach Diplom der medialen Künste. Das umfasst Sound und die visuellen Medien. Wir haben dazu noch Medientheorie und Kunstgeschichte. Ich würde sie nicht als begleitend, sondern als konstitutiv auch für den Gründungsimpuls der Hochschule werten, weil wir können nicht erwarten, dass ein Produktionsort wie der WDR sich beim Tun auch gleichzeitig reflektiert und dazu auch Diskurs produziert. Das wird sozusagen hier gerne übernommen. Mein Name ist Elke Seeger. Ich bin Professorin für Fotografie und Konzeption hier an der Folkwang-Universität der Künste. Die Folkwang-Universität der Künste ist ja nicht eine reine Kunstakademie. Sie ist gleichzeitig eben auch eine Musikhochschule. Sie ist eine Hochschule für darstellende Künste. Sie ist eine Hochschule für Wissenschaften. Eine Hochschule muss von sich aus immer wieder ihre Lehrprogramme natürlich hinterfragen und sehen, wo ändert sich was. Ich bin Mike Löbbert, Rektor der Kunstakademie Münster. Die Überschrift war eigentlich, und das hat sich bis heute gehalten, Kunst und Öffentlichkeit. Also wir versuchten von Anfang an, und das tun wir jetzt auch immer stärker eigentlich, in die Öffentlichkeit zu gehen, mit auch den Studierenden und auch ein sehr praxisorientiertes Studium anzubieten. Diese Idee des Elfenbeinturms, nur in der Akademie zu bleiben, hielten wir nicht für die richtige. Rauszugehen, Ausstellungsprojekte gemeinsam zu machen, das pflegen wir eigentlich als unsere große Überschrift. Es ist in allererster Linie ja mal ein Wettbewerb unter den Kunsthochschulen in Nordrhein-Westfalen und das Ziel, diesen Wettbewerb im besten Falle zu gewinnen, Preisgelder mitzunehmen und vor allen Dingen für die Vita, für die eigene künstlerische Vita. Das ist ein Förderpreis. Das sind Preise, die erwarten eine Perspektive. Wir erwarten ein Versprechen. Ich könnte einerseits sagen, spielt natürlich eine großartige Rolle. Wichtiger ist aber, dass es für die Studierenden eine enorm große Rolle spielt. Ist es natürlich für uns auch eine besonders positive Entwicklung, dass wir in einem gemeinschaftlichen Verfahren in so einem Kunstpreis zusammenarbeiten können. Ja, mein erster Gast heute ist Katja Stohlauf. Katja Stohlauf ist Referentin für Kunst hier in der NRW-Bank und organisiert jedes Jahr diese großartigen Ausstellungen und hat auch dieses Jahr wieder dafür gesorgt, dass alles super reibungslos und toll funktioniert hat. Herzlich willkommen, liebe Katja. Danke. Ich würde dich bitten, erzähl uns vielleicht einfach noch mal ein bisschen was über den Preis. Der NRW-Bank Kunstpreis richtet sich an Studierende und Absolventen der 4 staatlichen Kunsthochschulen in Nordrhein-Westfalen. Und der Kunstpreis ist in 4 Kategorien ausgeschrieben. Die Kategorien sind Malerei und Grafik, Skulptur und Installation, Foto- und Medienkunst und Performance. Mhm. Und sind jeweils mit 7.500 Euro dotiert. Und es gibt auch noch den Publikumspreis, der mit 3.000 Euro dotiert ist. Du machst das ja jetzt schon zum 4. Mal. Also das heißt, du bist von Anfang an dabei, hast den Preis sozusagen aufgebaut. Und insofern aus deiner Erfahrung heraus, was ist denn so jedes Jahr das Spannendste für dich? Also für mich persönlich auf jeden Fall, wenn die Nominierungen bei uns reinkommen. Also man hat ja schon vorher
Vorarbeit geleistet, man hat mit den Hochschulen kommuniziert, man hat sich gefreut und und dann kommen die ganzen Wettbewerbsarbeiten rein. Das ist ja auch so ein direkter Einblick in das aktuelle Geschehen an den Hochschulen. Also es ist ja wirklich ganz aktuell, was da gerade produziert wird und das finde ich ganz toll und man hat den Einblick auch auf 24 Individuen, die jeweils die Welt aus einer anderen Perspektive sehen und ich finde, das ist quasi eine Ehre, das als Erste dann zu sehen. In diesem Jahr war es ja zum ersten Mal digital, also wir haben im Vorfeld ja auch viel darüber diskutiert, machen wir das jetzt überhaupt, machen wir es nicht, wie gehen wir damit um? Wir hatten auch immer noch gehofft, dass die Ausstellung vielleicht im Herbst stattfinden kann, dazu ist es leider nicht gekommen. Wie war das für dich jetzt zum ersten Mal, digital das Ganze umzusetzen? Also es war auf jeden Fall auch eine total interessante Erfahrung. Wir wissen alle, darüber müssen wir nicht groß reden, dass Kunst natürlich am Original angesehen werden möchte. Wir haben auch vor allem den persönlichen Kontakt zu den Nominierten und auch zu den Hochschulprofessoren vermisst. Normalerweise haben wir ja beim Aufbau dann auch die Nominierten bei uns und wir sprechen und lernen uns kennen. Das ging jetzt natürlich nicht. Dafür sind wir aber mit einem kleinen Filmteam an die Hochschulen gefahren und haben da kurze Interviews mit den Nominierten und auch mit den Hochschulprofessoren geführt, ja. Genau, ein Film, der dabei entstanden ist, den haben wir auch schon gesehen. In diesem Jahr ist ja nicht nur die Preisverleihung und die Ausstellung digital, sondern letztendlich mussten wir auch die Jury-Sitzung komplett digital umsetzen. Vielleicht gucken wir uns da einfach nochmal die Jurymitglieder an. Katja, vielleicht sagst du nochmal einmal, wer mit dabei war. In der diesjährigen Jury sind neben dem Vorstandsvorsitzenden Eckhard Forst, Dr. Susanne Anna, Direktorin des Stadtmuseums in Düsseldorf, Peter Gorschlüter, Direktor Folkwang-Museum Essen, Merle Radke, Leiterin der Kunsthalle in Münster und Christina Weg, Direktorin der Kunsthalle Bielefeld. Wir beide wissen ja schon, wie die Jury entschieden hat und deshalb wollen wir jetzt auch unsere Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen und kommen zur ersten Kategorie und die heißt Performance. Ich bin Konstantin Leonard, ich bin Performance-Künstler. Ich studiere an der Kunsthochschule für Medien in Köln, mache performative Kunst. Ich arbeite häufig im öffentlichen Raum. Ich denke, die Performancekunst hat die Stärke, wirkliche Begegnungen zu erzeugen. Mein Name ist Ayla Buchholz. Ich bin nominiert in der Kategorie Performance. Ich habe eben zuvor eine Ausbildung zur Tanzpädagogin gemacht und habe eben schon immer viel mit meinem Körper, mit meinem eigenen Körper und mit den Körpern von anderen Menschen gearbeitet. Ich heiße Sia Diamond, ich bin amerikanisch, studiere hier in den Performance-Kunstklasse. Es gibt einfach irgendwas spannend drin, weil mit Performance man kann so einen ganzen Raum nehmen und eine komplette Erfahrung machen für das Publikum. So Ton und Körper und Objekte, das ist alles da drin. Das Problem jetzt mit Corona ist natürlich, dass diese Begegnung, von der ich denke, dass sie das Zentrum der Performancekunst bildet, nicht mehr stattfinden kann. Konstantin hat es schon gesagt, die Begegnung als Zentrum der Performance kann in diesem Jahr einfach nicht stattfinden. Ich glaube, das war auch aus deiner Sicht so das Hauptproblem bei dieser Kategorie, oder? Ja, auf jeden Fall. Also normalerweise spielt ja Performance auch mit dem Betrachter, mit der Reaktion, also mit der direkten Reaktion eigentlich des Betrachters auf den Performenden. Und das war jetzt alles nicht möglich. Und aus dem Grund waren wir eigentlich auch auf diese Kategorie am meisten gespannt, wie die vier Nominierten das umsetzen. Gut, letztes Jahr haben wir Tee getrunken bei einer Performance. Und dieses Jahr konnten wir es alles leider nur am Bildschirm verfolgen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Nominierung und kommen dann zur Preisverleihung. Hier sind die Nominierungen in der Kategorie Performance. Meeting a friend to go hiking somewhere in Norden, and though he complains to me about how long it will take them to get there with the bun, I don't ask why he's not using the car I know still sits in its Parkplatz. Gender ist in Bewegung. Für manche ist es ein Weg von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann. Für andere
ist dazwischen ein Ort. Wer jetzt aus dieser Kategorie der Preisträger ist, das sehen wir, wenn wir diesen Umschlag öffnen. Und vielleicht möchtest du das machen? Gerne. Ja, Preisträger in der Kategorie Performance ist Sierra Diamond mit Sarah mit H von der Kunstakademie Münster. Und die Begründung der Jury lautet: Sierra Diamond gibt in ihrer Videoperformance Sarah mit H Einblicke in die Arbeit bei einem ambulanten Pflegedienst, indem sie Objekte, Erzählungen und die Gesten beim Backgammon-Spiel miteinander verknüpft. Dabei überzeugt der Einsatz zunächst ganz einfach erscheinender Mittel. Der Künstlerin gelingt es durch das Zusammenbringen alltäglicher Gegenstände und persönlicher Geschichten, Einblicke in eine andere Welt zu geben. Erweitert wird das Ganze durch den Aspekt der Zeit und die sprachlichen Einschübe, die wie O-Töne wirken und eine große Nähe zu jenen erzeugen, über die berichtet wird. From Frau Liesner's Balkon, I can always hear some kind of peeping, like a washing machine that is fertig, but no one ever comes to empty. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin Dennis Saridas. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Videokunst. Lag wahrscheinlich auch daran, dass ich von der damaligen VHS-Kassettensammlung meines Vaters sehr geprägt war, weiß ich nicht. Ich bin Leonore Müller. Ich bin Absolventin der Kunstakademie seit Juli 2020. Das fotografische Bild an sich ist einfach auch mein Steckenpferd, weil es einfach Leute sehr, sehr, sehr beeinflusst. Mein Name ist Johannes Post. Mein Hauptmedium ist eigentlich Fotografie. Ich arbeite aber auch mit Video, Film und Skulptur und verbinde so die Medien. Es ist halt immer so, dass man dranbleiben muss, dass man sich durchbeißen muss, dass man irgendwie es schaffen muss, praktisch einen Weg für sich zu finden, der speziell ist und der sich in gewisser Art halt von dem Mainstream unterscheidet. Mein Name ist Inga Barnik. Ich bin eher zufällig in das Medium sozusagen reingerutscht, weil mich bestimmte Themen einfach unbedingt interessieren und mir der fotografische Apparat die Möglichkeit geboten hat, eine Sprache für diese Themen zu finden. Das Schwierige ist eigentlich, in diesem Überfluss der Bilder irgendwie seine eigene Position zu finden. Ich bin Rabia Kaliskan. Ich wollte dem Format treu bleiben, weil ich so fasziniert davon bin, wie nah man Menschen durch Video sein kann, obwohl man sie gar nicht vor sich hat. My name is Denzel Tristan Russell. My focus is to continually keep learning about new skills and new developments. When I can combine it with things that I care about or information that I think is relevant, then it makes it more exciting. Ich finde es gerade toll, dass jeder und jede die Möglichkeit hat, sich auszudrücken. Ja, damit sind wir in der nächsten Kategorie, nämlich Foto- und Medienkunst und bei meinem nächsten Gast, Dominik Geis, herzlich willkommen. Foto- und Medienkunst ist die größte Kategorie mit 8 Nominierungen. Das war auch im letzten Jahr schon so. Insofern eine harte Konkurrenz und gegen diese Konkurrenz hast du dich durchgesetzt. Du hast auch schon insgesamt einen sehr künstlerischen Lebenslauf hinter dir. Du hast mit 5 Jahren schon angefangen, Ballett zu tanzen. Du hast eine musikalische Ausbildung genossen. Du hast Gesangsunterricht gehabt. Du hast Klavier gespielt. Ich glaube, eine Dorfkapelle war auch dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Jugendblaskapelle. Genau, ich erinnere mich. Ja. Und dann hast du eigentlich überlegt, dass du Tänzer und Choreograf werden wolltest, hast dich aber dann doch entschieden, Kunst zu studieren. Ist das aus heutiger Sicht immer noch eine gute Entscheidung? Ja, man trifft irgendwann die Entscheidungen und dann verfolgt man das ja so weiter. Also vielleicht wäre ich auch ein glücklicher Tänzer und Choreograf geworden. Aber ich finde die bildende Kunst auch sehr, 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 sehr spannend. Vor allem, weil man viel mehr für sich auch arbeiten kann. Also als Tänzer ist man mehr der Pinsel des Choreografen, dachte ich immer. Deshalb wollte ich wahrscheinlich auch Choreograf werden, weil ich schon immer vielleicht eher bestimmend oder künstlerisch meine Visionen eher umsetzen wollte. Und das habe ich dann in der bildenden Kunst machen können. Aber das Interessante ist ja tatsächlich, dass du eigentlich all das, Tanz, Choreografie und so weiter, in deinen Werken jetzt auch ein bisschen einfließen lässt, oder? Man sieht das dem Ganzen absolut, schon absolut. Noch an. Absolut, absolut. Also es kommt langsam so alles zusammen. Mhm. Ne? Also das, gerade das Musikmachen, was ich immer so stiefmütterlich betrachtet habe. Ich habe dann in einer Band auch mal gesungen, so, aber ich habe das nie gesehen als Kunstform, die ich in meinen Videos dann benutzen kann. Und irgendwann dachte ich, warum mache ich das eigentlich nicht? Und auch mit den ganzen Videogeschichten. Ich habe damit eigentlich angefangen, weil ich angefangen habe, die Materialien zu sichten, die mein Vater damals von mir gefilmt hat im Tanz- und Theaterbereich. Okay. Und so kamen die ersten
Found-Footage-Geschichten sozusagen für mich zustande. Da nicht jeder weiß, mit welcher Arbeit du im letzten Jahr gewonnen hast, schauen wir uns jetzt nochmal die Gewinnerarbeit an. Hier ist Bodies of Pompeii. Screaming, children crying and men shouting. Most people had lost faith in the gods and were convinced that this must be their last night on earth. The end of the world. Ja, deine Gewinnerarbeit Pompeii ist ja jetzt schon eine Weile her, ein Jahr. Würdest du das Ganze jetzt nochmal einreichen, wenn du das so siehst? Hat ja geklappt. Also von daher würde ich sie wieder einreichen, natürlich. Ich muss gestehen, dass ich die Arbeit eingereicht habe. Also erstens ist sie mir sehr wichtig, weil die so ein bisschen der Startpunkt war für mich von diesem choreografischen, musikalischeren Schnitt. Auch, also es ist eigentlich die erste größere Arbeit, die so entstanden ist. Zweitens wusste ich nicht, was für Räumlichkeiten wir hier zur Verfügung haben für die Ausstellung. Und Videokunst braucht Technik, braucht Raum, braucht Atmosphäre. Und deshalb dachte ich, ich reiche eine Arbeit ein, die einfach zu präsentieren ist, nämlich auf einem Fernseher oder als Screen. Halt eine Einkanalgeschichte, das heißt nur ein Bildschirm. Das Ganze hat aus meiner Sicht auch super funktioniert. Also du weißt, ich bin totaler Fan deiner Arbeit. Es war auch toll präsentiert hier, muss man nochmal sagen. Danke an das Team. Schön, freut mich, wenn es dir gefallen hat. Wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten. Ich glaube, was mich daran so fasziniert hat, ist, dass ich auch selber schon mal in Pompeji war und mit vielen Szenen auch wirklich was verbinden konnte. Du warst ja auch selbst da. Vielleicht erzählst du einfach noch mal ein bisschen, wie das entstanden ist. Ausgangspunkt natürlich war meine Reise nach Pompeji. Und ich war ganz fasziniert davon. Ich dachte, man geht da kurz mal spazieren, aber es ist ja eine Riesenstadt tatsächlich. Es ist wirklich ein ganzer Ort, der einfach in Asche, Schutt in Asche gelegt wurde. Und da waren eben diese Figuren auch. Man muss dazu sagen, das sind Menschen, die eingeschlossen wurden von dem Ascheregen bzw. von der Druckwelle. Die haben die dann ausgegraben. Und die Hüllen, die Abdrücke, die sozusagen hinterlassen haben, die negativ haben, die mit Gips ausgegossen. Und so sind diese Figuren entstanden von Pompeji. Und ich finde diese Ambivalenz so unglaublich spannend zwischen dem Menschsein dieser Figuren oder dem echten Mensch, der da tatsächlich noch drin steckt auf eine Art, und dem anderen Aspekt der skulpturalen Betrachtung. Also dass sie einfach auch eine unglaublich ausdrucksstarke Skulptur sind, diese Figuren. Mhm. Genau dieses Spannungsfeld, diese Ambivalenz, die hat mich eigentlich dazu gebracht, diese Arbeit zu machen. Und ich würde auch sagen, dass die Arbeit nicht die Geschichte erzählt von Pompeji, das tut sie auch, aber eher so nebenher, sondern genau dieses Gefühl, diese Ambivalenz versucht quasi hervorzuheben und hervorzukehren und sowas Existenzialistisches vielleicht in uns spürbar zu machen. Okay, also aus meiner Sicht hast du immer noch absolut verdient gewonnen. Wie war das damals für dich? Was hat der Preis für dich bedeutet? Hat sich vielleicht auch was verändert seitdem? Es war ein ganz irrer Moment, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Also ich habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Es gab ganz, ganz große Konkurrenz, die auch viel mehr unterwegs ist oder war zu dem Zeitpunkt zumindest schon in der Kunstwelt viel etablierter. Und umso mehr war ich überrascht. Und dann war alles irgendwie wie so ein Film. Du hast ja damals in der Kategorie Foto- und Medienkunst gewonnen. Aus deiner Sicht, was ist das Besondere an dieser Kategorie? Es ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Also zuerst muss ich sagen, ich liebe die Steuerung Z-Taste. Das ist im Gegensatz zu anderen Künsten, zum Skulptur, Bildhauern oder so. Es ist natürlich wunderbar, dass man sozusagen zwischenspeichern kann. Ist auch schwierig, also ist auch Fluch und Segen, weil man direkt, also man muss, die Entscheidung kann man verschieben sozusagen, man kann immer wieder zurück. Aber gerade heutzutage, wo alles so medial geprägt ist von Fotografie und Video ist ja auch eigentlich inzwischen so omnipräsent wie Fotografie, ist es ein bisschen auch, was Leonore gerade im Video gesagt hat, dass die eigene Position daraus zu filtern aus dem Ganzen und damit zu spielen, damit zu arbeiten, was das mit uns Menschen macht, was das soziologisch bedeutet für uns, diese ganzen Medien. Das finde ich ganz, ganz spannend an dem Feld. Wir kommen dann jetzt zur Preisverleihung. Hier kommen die Nominierungen in der Kategorie Foto- und Medienkunst. Unabhängigkeitsplatz, Kiew, Ukraine. Travel Tour in 4K, Ultra HD. Samstagnachmittag, 55 Aufrufe. Man könnte sagen, in meinen Arterien sitzen ganze Schweine. Sehe ich aus wie ein Schwein? Mir mal über den Rücken. Ja. Aber du keinen Respekt vor deiner Familie sowieso. Jetzt lesen bitte. Diese respektieren deine Familie, du nein.
Wer gewonnen hat, das erfahren wir jetzt, wenn du den Umschlag nimmst und einfach den Preisträger ziehst. So. Das ist so. Leonore Müller mit Nervenreizung von 2020 von der Kunstakademie Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch. Und die Jurybegründung dazu lautet: Leonore Müller blickt in der 29-minütigen Zweikanal-Videoarbeit Nervenreizung schonungslos auf den häuslichen Alltag im Leben ihrer 94-jährigen an Demenz leidenden Großmutter. In einfühlsamen, ruhigen Bildern zeigt sie, wie das familiäre und pflegerische Umfeld der Großmutter im Angesicht der fortschreitenden Krankheit zunehmend an die eigenen emotionalen und psychischen Grenzen gerät. In der Parallelmontage aus zwei Kameraperspektiven verbindet Müller auf der Bildebene Dokumentation und Reflexion und zeichnet ein berührendes, privates wie gesellschaftliches Porträt zum Thema häuslicher Pflege und der in weiten Teilen der Öffentlichkeit tabuisierten Überforderung im Umgang mit Demenz. 1, 2, 3, aufstehen, stehen, 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 mach dich groß, groß. Sind Po rüber, Po rüber, Po rüber. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Julian Westermann, ich studiere an der Kunstakademie Düsseldorf. Ich bin der Kai, ich bin 32, ich trete in der Kategorie Installation an. In der Arbeit verbinden sich mehrere Arbeiten zu einer Installation. Die Kategorie Skulptur und Installation ist hauptsächlich die Kategorie, in der ich mich bewege. Also mich fasziniert daran, dass ich halt auf einen gewissen Raum eingehen kann. Zuletzt hat mich vor allem fasziniert, wie verschiedene Arbeiten miteinander in Verbindung stehen, wie die in Verbindung gebracht werden können. Also mich interessiert eigentlich der Raum und die Zusammensetzung oder Zusammenstellung von verschiedenen Elementen. Dadurch, dass ich jetzt auf eigenen Beinen stehe, muss man halt zusehen, wie man über die Runden kommt und ja, Ausstellungen oder so kleine Fördermöglichkeiten helfen mir persönlich halt, was aufzubauen. Kai sagt ja im Film, dass letztendlich auch für Künstler oder gerade für junge Künstler solche Ausstellungen auch helfen und natürlich auch Preise ganz hilfreich sind. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass deine Eltern mit dem Gewinn des Preises zum ersten Mal das Gefühl hatten, dass man mit Kunst wirklich auch Geld verdienen kann. Insofern diese finanzielle Komponente ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, oder? Endlich kann der Bub davon leben, ja. Also das ist natürlich ein großer Aspekt, um den man natürlich dankbar ist. Also ich konnte mir einfach direkt auch einen neuen Laptop kaufen und so weiter und so fort. Aber auch für die Vita, es ist natürlich eine große Bedeutung, ne? Also es gibt ja doch viele, die dann erstmal gucken, was haben die Leute schon alles gewonnen, was ist passiert, welche Ausstellungen gab es, bevor man auf die Kunst guckt. Und dafür ist es natürlich super. In der aktuellen Corona-Situation ist die Situation für junge Künstler ja nicht gerade leichter geworden. Wie bewertest du das oder wo siehst du gerade so die Schwierigkeiten? Es ist ganz ambivalent auch hier, weil auf der einen Seite denke ich mir selber, ich habe endlich mal wieder Zeit, mich zu konzentrieren, ganz viel neue Sachen zu Hause zu machen. Gleichzeitig ist auch die Frage da, wofür? Weil alle Ausstellungen sind abgesagt. Und man weiß nicht so richtig, was passiert und was kommen wird. Also ich persönlich halte jetzt gerade auch so ein bisschen das Geld noch zusammen. Ich mache keine großen Ausgaben für irgendwelche Kunst. Einfach, weil ich nicht weiß, ob ich das bald für Nudeln und Brot brauche. Ne? So. Vielleicht wäre es gut, die Situation zum Anlass zu nehmen und genau darüber weiterhin zu diskutieren, wie wir unsere als Gesellschaft sozusagen Kunst weiterhin leisten wollen. Und da würde ich mir gerne noch mehr Diskussion wünschen. Also das, finde ich, sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, also ich persönlich glaube, das wird so sein, weil die Diskussion ist ja inzwischen an ganz vielen Stellen angestoßen worden. Und wir kommen dann jetzt zur nächsten Preisverleihung. Hier sind die Nominierungen in der Kategorie Skulptur und Installation. Dominik, wenn du magst, darfst du auch den nächsten Preisträger noch mal ziehen. So. Skulptur und Installation geht an
Kai Behrendt, Untitled Laser Etchings 2019, Folkwang-Universität der Künste in Essen. Herzlichen Glückwunsch. Die Begründung der Jury lautet: Kai Behrendt erweitert in seiner Arbeit das Medium der Fotografie. Gemäß des Apparatprogramms und der Fototechnik bearbeitet er seine Fotokollagen. Behrendt löst sie aus ihrem traditionellen Präsentationskontext und installiert sie im Raum. Es entstehen so neue Fotowelten in der Auseinandersetzung mit Kunst, Natur und Technik. Dabei interessieren ihn die fotografischen Materialitäten, Prozesse und Formen des Displays. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Felix Hengesbach. Ich bin 29 Jahre alt, studiere hier Kunst, Bereich Malerei. Ich bin Melanie. Ich studiere seit 2013 an der Kunstakademie in Düsseldorf. An der Malerei fasziniert mich vor allem, dass man sich in diesen Prozess vertiefen kann, dass es ja so eine Art Denkprozess ist. Es ist so, dass Malerei für mich eigentlich mir die meisten Möglichkeiten habe ich häufig eröffnet, Neues auszuprobieren, meine Ideen irgendwie zu verwirklichen. Mein Name ist Max Wetter, ich bin 29 Jahre alt und studiere Malerei bei Andreas Schulze an der Kunstakademie Düsseldorf. Im Grunde ist es ein konservatives Medium, wenn man so will. Also es gab es schon immer, es wird es aber auch immer geben, weil ich glaube, dass immer Menschen mit Farbe und Stift was machen wollen. Ich bin Arezu Molay aus dem Iran und ich bin seit fast fünf Jahren in Deutschland. Ich male so großformatige Bilder, fühle mich richtig frei, wenn male ich. Ich bin Holger Küper, Farbe ist wirklich wichtiges Thema für mich, aber, und da kommt das große Aber, nicht klassisch nur auf der Fläche, sondern wie sie allgemein stattfindet, was man halt mit Malerei im Raum, in der Öffentlichkeit, im Leben erreichen kann. I'm Xu Jie, I come from Shanghai, China. Painting as a oldest media maybe should have more scale, more possibility. Ich finde, Malerei funktioniert noch. Wir sind bei Malerei und Grafik angekommen. Mein nächster Gast ist Professor Karl-Heinz Pitzinka von der Kunstakademie in Düsseldorf. Sie sind dort Rektor und haben die Professur für Baukunst. Jawohl. Herzlich willkommen hier. Danke Ihnen sehr. Schön, danke dass Sie sehr da sind. Freut mich ganz besonders, dass Sie es auch in der aktuellen Situation noch möglich gemacht haben. Sie hatten, glaube ich, auch ein paar Termine. Also insofern weiß ich, dass das nicht ganz selbstverständlich ist, dass Sie heute hier sind. Danke dafür. Freue mich natürlich auch sehr. Ja, Malerei und Grafik ist das, worüber wir jetzt sprechen, wo wir jetzt auch den Preis verleihen werden. Und die Kunstakademie Düsseldorf ist natürlich auch besonders bekannt für Malerei und Grafik. Woran liegt das? Ich könnte das natürlich sagen, wenn wir 1773 gegründet ist, liegt es allein schon schier am Alter. Spaß beiseite. Ich glaube, wir sind schon ein sehr offenes, freidenkendes Haus. Und wenn man so den einzelnen jungen Leuten zuhört, dann ist es ja nicht so, dass jeder, der malt, in einer Malerklasse ist, sondern die können sich ja ihre Professuren aussuchen. Und das bringt völlig andere Impulse in die eigene Arbeit nachher. Und das könnte sein, dass wir aus diesem Grunde vielleicht bisschen interessantes Haus werden. Das finde ich tatsächlich auch sehr interessant und ich finde, das sieht man dem einen oder anderen auch tatsächlich an. Ja. Bemerken Sie denn in den letzten Jahren vielleicht irgendwelche bestimmten Trends, die sich entwickelt haben in der Malerei? Also wir sind ja kein Trendsetter und so ein altes Haus, das hat ja eine ganz andere Qualität. Wir sagen, wer ist eigentlich besser als wir? Ne? Das klingt jetzt immer ganz verrückt, das meine ich natürlich auch mit Augenzwinkern, aber ein Haus, das hat ein Selbstverständnis, dass wir natürlich auch spielen auf der ganzen Strecke und deswegen leisten wir uns auch vielleicht manches, was sich ein anderer nicht leisten mag. Und wir lassen es zu. Und das führt dann dazu auch, dass man sein Rollenspiel anders versteht. Okay. 250 Jahre, Sie haben es gesagt, seitdem hat sich in der Kunst ja auch ein bisschen was verändert. Aus Ihrer Sicht, welche Bedeutung hat die Malerei denn überhaupt noch, wenn wir jetzt insgesamt auch stärker in der Kunst in Richtung Medien gehen, in Richtung digitale Medien auch? Hat die Malerei noch die gleiche Bedeutung wie früher? Also, ja, die Frage ist schon auch sehr berechtigt. Also wenn man davon ausgeht, dass wir immer eine Malerschule waren, könnte man sagen, wir sind es bis heute immer noch. Und dennoch haben sich andere Medien breit gemacht. Also wir haben irgendwann, gab es in den 70er Jahren mal, fing an die Fotografie. Und wir haben sehr geguckt, in den 90ern wurde quasi getrennt zwischen der künstlerischen Fotografie und der medialen
Kunst. Und so haben sich die Felder erstmal getrennt. Daran sieht man auch schon, dass das immer breiter wird. Die Malerschule existiert immer noch, aber nicht nur. Und insofern hat sich auch das Bild in der Akademie gewandelt zu der Offenheit in alle Richtungen aller Künste. Mhm. Was ich ganz, ganz großartig fand, obwohl Sie ja sehr auf Tradition auch setzen, waren Sie sofort mit dabei, als wir gefragt haben, ob Sie den Preis dieses Jahr auch digital mit uns umsetzen würden. Haben Sie das irgendwann im laufenden Prozess mal bereut? Nein. Es ist für ein Traditionshaus schon ein anderes Denken, das muss man schon sagen. Aber die Hälfte aller unserer Lehrenden, also Professorinnen und Professoren, leben und kommen auch aus dem Ausland. Und wir sortieren uns ja anders. Wir versuchen, möglichst interessante Positionen weltweit bei uns, ich sag mal, anzustellen oder zu haben. Und daraus ergibt sich jetzt das Problem, dass sie alle in allen Kontinenten der Welt verstreut sind. Also mussten wir Ideen entwickeln, wie wir die Lehre machen. Und das geht natürlich auch nur digital. Und das ist eine Herausforderung, das ist auch ein Gewöhnungsprozess. Mhm. Aber bereuen würden wir nichts, weil heute gibt es mehr Freiheit dadurch. Mhm. Die persönliche Beziehung wird wichtiger, wird viel eminenter. Mhm. Und das Arbeiten über den Bildschirm ist ein Tagesablauf geworden. Und insofern hilft es uns in der Tat, aber es wird es nicht ersetzen. Da sind wir sehr sicher. Haben Sie denn überlegt, zumindest Teile jetzt aus dieser Corona-Zeit vielleicht mitzunehmen? Also Sie haben es beschrieben, viele Professoren, viele Studenten sind im Ausland. Das wäre ja eigentlich ganz praktisch, auch zukünftig auf die digitale Lehre zu setzen. Nein, wir haben sogar einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir definitiv auf persönliche Bindungen, auf persönliches Miteinander setzen. Und wir halten auch alles andere nicht für adäquat. Es hilft uns jetzt. Aber wenn wir das bewerten würden, ganz klare Aussage, wieder zurück zu dem, was uns vielleicht auch gut macht. Und es bleibt die persönliche Auseinandersetzung. Wir kommen jetzt gleich zur Preisverleihung. Vielleicht noch irgendwas, was Ihnen wichtig ist, bevor wir gleich den Preisträger auch ziehen? Also ehrlich gesagt, in solchen schwierigen Zeiten, was ist das Wichtigste? Toll, dass es so einen Preis gibt, ganz klar. Und ich habe das draußen auch gesagt, wie viele Freunde und Förderer, wie viele Sponsoren haben wir, die uns jetzt helfen, über diese schwierige Zeit zu kommen, vor allem den Studierenden, denn da geht der Preis ja auch hin. Und insofern finde ich das mehr als großartig, dass es das immer noch gibt. Es ist ja auch nicht das erste Mal. Also die Bitte wäre, bleiben Sie möglichst lange dabei, dass unsere jungen Leute lange davon profitieren. Wissen was, das fragen wir gleich genau unseren Vorstandsvorsitzenden. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Nominierungen in der Kategorie Malerei und Grafik. Sie dürfen ziehen, wenn Sie möchten. Ich darf ziehen. Malerei und Grafik, NRW Bank Kunstpreis 2020. Melanie Höhn, Kunstakademie Düsseldorf. Ja, ist ja großartig. Ja, da freue ich mich natürlich sehr. Ich habe schon Angst gehabt, nicht, dass das große Sponsern an uns vorbeigeht. Also da freue ich mich natürlich sehr. Ich erzähle jetzt auch noch kurz, was die Jury dazu gesagt hat, was die Jurybegründung war. Melanie Höhn setzt sich in ihrer Malerei immer wieder mit unterschiedlichen Formen von Räumen auseinander. Dem körperlichen, dem architektonischen oder dem bildnerischen Raum und deren gegenseitigen Überblendungen. Das Werk Fengsel überzeugt in seiner bildnerischen Umsetzung, indem die verschiedenen zart übereinander gelegten Bildschichten einen Bildraum suggerieren, der sich vielfach und labyrinthisch in erinnerte oder vorgeahnte Bildräume aufspaltet und das Auge doch in den evozierten Räumen gefangen bleibt. Herzlichen Glückwunsch! Ja, mit den offiziellen Jurypreisen sind wir jetzt durch und damit kommen wir zu einem ganz besonderen Gast an einer eher ungewöhnlichen Stelle, nämlich dem Hausherrn und auch Initiator dieser Veranstaltung und natürlich dem Vorstandsvorsitzenden dieser Bank, Eckhard Forst. Herzlich willkommen, Herr Forst. Vielen Dank für das freundliche Willkommen. Inmitten der Kunst zu sitzen, macht mir große Freude. Da bin ich zu Hause. Ach, das ist schön. Welche Bedeutung hat der Preis aus Ihrer Sicht für die Bank?
Ich finde es sehr wichtig, dass Unternehmen gesellschaftliches Engagement zeigen. Mhm. Und wir zeigen viel gesellschaftliches Engagement. Der Kunstpreis ist das Größte, was wir dort machen. Und es passt gut in das, was die Bank sonst tut. Mit junger Arbeit, jungen Erfindern, jungen Startups und junger Kunst. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Sie von Anfang an wirklich ganz begeistert von diesem Preis waren, ihn auch stark vorangetrieben haben, uns auch gebeten haben, einen solchen Preis umzusetzen. Was war Ihre Motivation dahinter? Ich finde junge Kunst einfach ganz spannend. Es gibt dynamische Einblicke in Welten, in denen man sonst überhaupt nicht zu Hause ist. Es gewährt Einsichten, auf die man selber auch nie gekommen wäre. Und es entführt einen auf ganz spannende Weise aus dem Alltag. Was für mich natürlich auch sehr schön war, Sie haben diesen Preis in den letzten Jahren immer verteidigt gegenüber allen Kritikern, egal wenn die Kunst noch so laut war oder so unhandlich. Wir hatten ja teilweise ganz große Werke, die für einen Bankbetrieb ja eher unüblich sind. Und Sie haben eigentlich immer gesagt, nein, wir machen das weiter, ich stehe voll dahinter. Haben Sie das irgendwann mal bereut? Nein, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Junge Kunst muss spannend, muss auch provozierend mal sein. Ich würde die Grenzen da setzen, wenn man es nicht mehr in unsere Halle hineintragen kann. Dann wird es schwierig und alles andere bekommen wir hin. Ich finde, beim Publikumspreis darf man auch über persönlichen Geschmack sprechen. Hatten Sie ein Lieblingskunstwerk? Das verrate ich nicht. Es hätte mich interessiert in der Tat, aber wir haben dafür ganz viele Kolleginnen und Kollegen befragt. Einen Ausschnitt sehen wir jetzt und die haben uns erzählt, für welchen Preisträger sie gestimmt haben. Ich habe mich für Holger Küper entschieden, weil ich das Bild gerade in der heutigen Zeit sehr interessant fand. Also wie aus meiner Sicht eine stärkere Hand, eine schwächere Hand in die Hand nimmt. Selbst hat man ja immer eine ganz andere Perspektive und fragt sich manchmal, was soll einem das zeigen und so. Aber ich finde es immer unglaublich spannend, so dann die Hintergründe zu erfahren. Als ich vor dem heimischen Computer mir die ganzen Kunstwerke betrachtet habe, ist mir die Performance von Luki von der Gracht besonders aufgefallen. Vielleicht waren es die Worte, die er auch, diese Schlagworte, die er benutzt hat, wie Gender und Freiheit, Humanität, Mut. Ja, das war irgendwie was vielleicht auch in die heutige Zeit passt. Und ja, so ist darauf meine Wahl gefallen. Wenn Menschen aufgrund ihrer Gender-Identität, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder Behinderung bewertet und diskriminiert werden, verlieren wir alle jedes Mal ein Stück Menschlichkeit auf dieser Welt. Was mir speziell am besten gefallen hat, muss ich sagen, dass die Arbeiten von Arezzo Molay mich besonders angesprochen haben. Diese großen, flächigen Darstellungen gefallen mir sehr gut. Diese Performance-Art hat mich sehr angetan. Und auch die Werke, die ein bisschen politisch waren, hat mich sehr angetan. Vielleicht durch das Pandemie, dass man viel zu Hause ist, in man eine kleinere Welt jetzt wohnt. Das ist diese Themen, die wieder das Welt öffnet für man. Ich habe für Denis Zaridas gestimmt. Für seine Arbeit habe ich mich deswegen entschieden, weil er eine subtile Art hat. Es ist schade, dass man die Arbeit jetzt nicht direkt anschauen kann. Ich finde das eine tolle Sache, dass die Bank das ausrichtet und sozusagen auch die jungen Künstler dann an ein breiteres Publikum bringt. Das ist natürlich eine ganz tolle, wichtige Sache. Ja, Sie haben jetzt die Ehre, den letzten Preis des heutigen Tages zu ziehen. Ja, da bin ich schon gespannt, was ich hier öffnen darf. Luki von der Gracht. Confidence is contagious. Kunstakademie Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch, Luki von der Gracht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, damit sind wir jetzt schon am Ende der heutigen Preisverleihung. Und da schließt sich natürlich die Frage an, Herr Forst, machen wir im nächsten Jahr weiter? Es ist immer schade, am Ende einer Preisverleihung zu sein, weil das Spaß macht. Aber weil es Spaß macht, machen wir nächstes Jahr weiter. Schön, das freut mich. Damit sage ich danke nochmal an alle Beteiligten, die das hier heute möglich gemacht haben, die das Ganze vorbereitet haben. An die Hochschulen, an die Nominierten, an die Professoren und natürlich auch an Sie am Bildschirm zu Hause. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich freue mich aufs nächste Jahr.